Oh, das ist ein trauriger Moment. Marsch! Ost-Berlin am späten Nachmittag. Wir, das ARD-Team, sind unterwegs zum Brandenburger Tor, um dort Außenaufnahmen zu drehen. Die Polizei hält uns schon in einer Seitenstraße auf. Der gesamte Bereich um das Brandenburger Tor ist Einsatzraum der Volkspolizei. Da laufen noch Zivilisten lang. Die Touristen aber auch. Ich möchte Sie bitten, dieses Gelände zu verlassen. Staatssicherheit und Polizei riegeln das Gelände ab, erklären es zum Sperrgebiet. Das, so einer der zivilen Späher, könne man auch mit der ganzen Republik machen. Der Ton der Obrigkeit wird rauer. Das gleiche Bild um die Gethsemane-Kirche, überall Polizei, Sperrgebiet. Verlassen Sie sofort den Raum. Das ist eine Forderung der deutschen Volkspolizei. Verlassen Sie sofort den Raum. Die Gethsemane-Kirche war gestern Nacht der Ort, an dem sich die Demonstranten schließlich versammelten und von der Polizei mit Schlagstöcken auseinandergetrieben wurden. Die Opposition in der DDR gewinnt an Boden. Gestern Nacht. Mit Rufen wie Gorbi, Gorbi, Freiheit und wir bleiben hier, ziehen tausende Demonstranten durch die Ostberliner Innenstadt. Die Polizei geht mit äußerster Härte vor, schlägt einzelne Demonstranten zusammen. Es wurde wahllos festgenommen und grundlos geprügelt. Die Demonstranten halten sich strikt an ihre Parole, keine Gewalt. Auch in Jena, Dresden, Plauen, Potsdam und wie hier in Leipzig formierten sich Protestzüge. Auch hier gingen die Sicherheitskräfte mit brutaler Gewalt vor. Augenzeugen sprechen von zahlreichen Übergriffen und Verletzten. Wie in Ost-Berlin riefen sie Freiheit und Gorbi, Gorbi. Für die Parteiführung sind dies, so ADN, republikfeindliche Parolen. Wir sind das Volk, wir bleiben hier, ertönt es aus der Menge. Vor 6 Wochen waren es noch 500, die nach dem wöchentlichen Montagsgebet in Leipzig für demokratische Reformen auf die Straße gingen. Gestern Abend waren es 70.000. Ein Riesenaufgebot an Sicherheitskräften war in der Stadt konzentriert, griff aber nicht ein. Bürgerrechtsgruppen hatten aufgerufen, auf jegliche Gewalt zu verzichten. Die Demonstranten befolgten den Aufruf. In Ost-Berlin versammelten sich 3.000 Demonstranten vor der Gethsemane-Kirche, wo am Sonntagabend noch eine ähnliche Demonstration auseinandergeknüppelt worden war. Sie forderten Reformen und die Freilassung der Inhaftierten. Auch hier hielt sich die Polizei zurück. Vor wenigen Wochen waren es noch einige hundert, die in Leipzig auf die Straße gingen. Gestern geschätzt bis zu 150.000. Wir sind das Volk, rufen sie, Menschen aus allen Schichten der Bevölkerung. Schließt euch an, die Aufforderung fand Gehör. Auf dem Höhepunkt der stundenlangen Demonstration war, so ist auszurechnen, jeder dritte erwachsene Leipziger Bürger dabei. Das hat es in der Geschichte der DDR noch nicht gegeben.